Ja, moin Leute, neuer Vlog. Heute ist der 25. November, 13 Uhr. Ja, heute haben wir was Besonderes vor, werdet ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen haben. Und zwar bin ich gerade auf dem Weg zu meinem Kumpel Julian, der betreibt so ein bisschen Direktsaat. Das wollen wir uns gerne mal angucken und er soll uns ein bisschen was zu erklären. Ja, Direktsaat habe ich auch mal gemacht. Aber nur Zwischenfrucht, vor 2 Jahren glaube ich war das. Also direkt in die Stoppel die Zwischenfrucht gedrillt, sah ziemlich wild aus am Anfang, aber zum Schluss stand da doch eine Ecke und Ausfallweizen war fast gar nicht da. Fand ich nicht schlecht und deswegen wollte ich euch das auch jetzt nicht vorenthalten. Er hat da ein bisschen was gedrillt, ich glaube Raps hat er in Direktsaat gemacht und die Zwischenfrüchte, gut, die werden jetzt schon so ein bisschen abgefroren sein, aber da gucken wir trotzdem hin. Ja, alles klar, bis gleich. Ja, so, wir sind jetzt da bei Julian. Wir stehen jetzt hier vor der Drillmaschine, nachher gucken wir nochmal auf dem Acker. Und ja, das ist Julian. Julian erklärt mal was zu seinem Betrieb, was er so macht und dann erklärt er uns nochmal die Drillmaschine. Genau, ich bin Julian, wir haben hier einen kleinen Ackerbaubetrieb, bauen vorrangig Weizen, Rübe, Raps dies Jahr mal wieder an, haben schon ein bisschen mit Leguminosen rumexperimentiert und unter anderem auch mit Direktsaat. Seit 2019 haben wir hier die Maschine am Betrieb, haben wir Gebrauch gekauft. Ist eine Moore Unidrill. Die Katze da mal an der Seite. Ja, kennt man ja gar nicht eigentlich. Ja, was ist das Besondere hier an der Drillmaschine? Genau. Zu anderen Drillmaschinen sage ich jetzt einfach mal. Wie man schon sieht, keine Vorwerkzeuge, ist eine Direktsaatmaschine. Ist eigentlich aufgebaut wie eine Federstart Rapid, ist ein Einscheibenschar, halt viel größer dimensioniert. Da unten ganz gut verschauen, ne? Hier sieht man den Einleger, hier kommt das Saatgut runter. Ja. Die Scheibe schlitzt ja im Boden eine Rille, wo dann das Saatgut reinfällt. Aber die sind noch ein bisschen schräg angestellt. Die Scheiben, oder? Genau, die müssen ja den Schlitz räumen. Die Schiene ist leicht zur Seite weg. Ja. Die Saat fällt in den Boden rein, in den Schlitz. Und danach soll der Boden wieder zurückklappen. Und wird dann von dieser großen Anruf. Das können wir von der Seite vielleicht mal sehen hier. Hier hinten. Die Andruckrollen hier. Das ist eine schwere Gussrolle, die drückt dann den Seeschlitz wieder zu. Ja. Und das Schar an sich oder das Scharpatent an sich, was sind dazu für Vorteile zu einer normalen Seemaschine, sage ich jetzt einfach mal, zu einer Mulchsaatmaschine. Zu einer hier so einer ADP, wie ich sie habe zum Beispiel, mit diesen komischen Rotex-Scharen da hinten dran. Ja, die hat halt wahnsinnigen Schardruck, den müssen wir ja auch haben in der Direktsaat. Die muss ja in den Boden eindringen können. Das müsste ja mit normalen Doppelscheibenschar oder mit jeder anderen normalen Universaldrehmaschine würdest du es ja nicht schaffen. Und ist halt, man sieht es ja. Kann man da sagen, wie viel Schardruck das ist, roundabout? Also normale Amazone, die hat glaube ich irgendwie 40 Kilo oder 50 Kilo Schardruck. Ja, wir reden. Aber das ist doch schon, das Ding wiegt doch schon hier 40 Kilo oder so, oder? Wir reden jetzt hier irgendwie von 200 bis 300 Kilo. Ganz genau kann ich es ehrlich gesagt nicht sagen. Und hier hinten dann das Fahrwerk. Also die ist aufgesattelt, die Maschine. Genau. Die ist halt viel zu schwer, irgendwie jemals in Dreipunkt zu hängen. Ne? Aber das obere Patent im Endeffekt genau wie eine mechanische, ganz normale Drillmaschine. So wie deine Drillmaschine. Mit den Zellrädern auch. Genau, Bodenklappe kannst du hier einstellen, dann kannst du Feinseeräder oder die normalen Seeräder. Kann man hier vorne ja sehen. Weizen ist noch drin. Ja. Besonderheit ist auch, wir haben hier 16,6 cm Scharabstand, also wesentlich weiter. Du hast 12,5. Ja. Genau, wir haben hier nur 18 Seeschare auf 3 Meter. Jawohl. Ja. Gibt es noch was zu sagen? Was ist denn das hier vorne? Der Zylinder hier, was macht der? Hydraulisch die Tiefe einstellen, wie tief die Drehmaschine ablegen soll. Also sozusagen der Winkel der Drehmaschine wird verändert. Genau. Dass das erste Schar sozusagen oder das Scheibenschar dann mehr Druck kriegt. Richtig, genau. Ja. Die ganze Maschine läuft hinten auf den Druckrollen. Ne? Also die Hinterachse ist komplett entlastet. Ja. Genau. Ist ein seltenes Gerät. Sieht man bei uns hier nicht so oft. Eine Tonne Saatgut passt rein. Ja. Ja, und du kannst halt den Trecker, dann kannst du halt komplett Luft ablassen. Weil die halt aufgesattelt ist, das ist der Vorteil. Wie viel PS hast du davor? 160. Könnte man auch weniger nehmen? Ich bin das Ding schon mit unserem anderen Trecker gefahren, das ist ein Fendt 308er, 80 PS. Geht auch. Ja, funktioniert. So, na gut.
Ja, Leute, wir fahren jetzt nochmal auf dem Acker und wenn das Wetter hält, mache ich noch ein, zwei Drohnenaufnahmen und dann, ja, also wir sehen uns gleich auf dem Acker. So, wir sind auf dem Acker angekommen. Wir stehen jetzt hier auf dem Rapschlag, der direkt gedrillt wurde. Aber eine Sache haben wir vergessen, die haben wir den Julian nämlich noch nicht gefragt. Wie ist denn da dazu gekommen, zu der Direktsaat? Ja, also gekommen bin ich da irgendwie 2018, extrem trockenes Jahr. Und ja, der Acker war lange brach, lag lange brach, weil wir schon im Juli, ich glaube Mitte Juli oder was, hatten wir schon den Weizen runtergedroschen. Und bis zur nächsten Aussaat verging halt ultra viel Zeit. Und da habe ich mir gedacht, ey, irgendwas müssen wir doch hier machen. Und dann ja, ein bisschen recherchiert, Zwischenfruchtanbau. Und dann bin ich tatsächlich auf Alexander Klümper gestoßen mit seiner Direktsaatmaschine und so weiter. Der Spezialist in Deutschland sozusagen. Genau. Und ja, dann hat man sich damit mehr beschäftigt und... Und dann hast ging mal alles ziemlich schnell. Dann kam eine, die Drehmaschine, die wir eben gesehen haben, stand zum Verkauf und dann ging das zack, zack, zack. Ja. Und dann haben wir... Jetzt grundsätzlich so eine Drehmaschine, wenn man die jetzt kauft, was ist da ein Preisunterschied zu einer normalen Drehmaschine? Also wenn man die jetzt neu kauft? Boah, schwierig. Also kostet also, schon mehr als eine normale? Wahrscheinlich schon, ja. Also so eine Sky kostet, glaube ich, so um die 60.000, 70.000 Euro. 3-Meter-Maschine. 3-Meter-Maschine. Ja. Gut, jetzt weiß ich nicht, was Horsch Pronto oder sowas wird auch nicht billig. Und das Beste ist, die sind die Novak-Drillen auf dem Markt, oder? Das ist das Nonplusultra. Aber auch, also, auch das teuerste wahrscheinlich. Das teuerste auf jeden Fall. Ich habe da mal irgendwann einen Preis gesehen, irgendwie von über 100.000 Euro für eine 3 Meter. Ja, genau weiß ich nicht, aber manche schwören ja drauf, manche nicht, keine Ahnung. Ja, jetzt stehen wir bei dir auf dem Raps hier. Was ist denn hier passiert? Also wie bist du das angegangen hier? Ja, also im Prinzip ist hier gar nichts passiert. Der Mähdrescher ist hier rübergefahren. Hier war vorher Weizen, den haben wir runtergedroschen. Und ja, es war trocken, es ist nichts passiert, es ist kein Kraut aufgelaufen, nichts, tote Hose. Gestriegelt habt ihr nicht? Gestriegelt haben wir nicht. Ja. Und dann das nächste ist tatsächlich die Direktsaatmaschine gewesen, die 50 Körner haben wir hier gedrillt, Raps gedrillt hat. Ne? Ja, das ist alles. Wenn man jetzt hier mal unten reinfilmt, sieht man ja auch noch die Stoppeln stehen. Hier steht noch einer. Hier. Da sieht man sie noch richtig. Man sieht schon, die Regenwürmer räumen hier richtig auf. Also hier oben drauf ist natürlich einiges an Stroh. Ja. Aber es wird nach und nach wird's weniger. Fuchsschwanzprobleme? Auf jeden Fall. Aber weniger oder mehr? Ja, wir vergraben zumindest keinen Fuchsschwanz mehr. Alles, was an Samen oben drauf liegt, keimt sicherlich und den können wir dann bekämpfen. Ja. Und ja, ich erhoffe mir, dass wir jetzt hier keinen Samenpool im Boden unnötig aufbauen, indem wir Bodenbearbeitung durchführen. Ja. Und dadurch, dass es nur ein Schar ist sozusagen, was durch den Boden läuft, ist halt weniger Erdbewegung, richtig? Ja, ja, nahezu keine Erdbewegung. Ja. Und was ist sonst noch passiert hier nach der Aussaat? Ja, wir haben hier zweimal natürlich gegen Gräser behandelt, ja. Fokus und Select. Werden jetzt demnächst mit Kerb durchfahren, die letzte Gräserbehandlung, die hoffentlich nochmal ordentlich wirkt. Und dann sind wir im Splitting mit Baker rübergefahren gegen zwei Keimblättrings. Ja. Und den Raps haben wir einmal eingekürzt. Ja, das musst du auch machen, der ist schon ganz schön groß. Wenn man mal guckt, der war wahrscheinlich vor dem Frost noch höher. Gehe ich mal von aus. Auf jeden Fall. Der wird auch jetzt schon ein bisschen zusammengefallen sein. Ordentlich eingebrochen, der Bestand. Aber ansonsten, wenn man jetzt konventionellen Raps dagegen stellt, da ist ja jetzt kein großer Unterschied eigentlich zu sehen, sage ich jetzt einfach mal. Nee. Und die Befahrbarkeit wird wahrscheinlich auch besser, wenn man den Boden nicht mehr bewegt. Die Fahrgassen hier sind jetzt hier 3 Jahre auf derselben Stelle. Wir fahren immer auf denselben Spuren. Und man merkt es einfach beim Düngerstreuen, bei der Spritze, das ist wie eine Autobahn hier. Ne? Das ist, ist einfach ein fester Weg. Mäuse? Ist ein Thema, ja. Also ist nicht mehr so einfach, früher mit dem Flugzeug umgedreht. Nee. Viele Mäuse gehen kaputt. Aber jetzt. Die mechanische Bodenbearbeitung entfällt. Jetzt ist vorbei. Ja. Und da muss man natürlich hinterher sein. Ja. Die Zeit, die man sich auf dem Grubber spart, muss man dann halt mal in Kauf nehmen und mit der Legeflinte losgehen. Das ist so. Aber dieses Jahr ist es deutlich weniger. Ja. Wir hatten schon schlimmere Jahre. An was liegt das jetzt, dass dieses Jahr keine Mäuse da sind? Das weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Weil sonst sagt man ja aber gerade bei Direktsaat, dass da, ja, weil ja keine Erdbewegung mehr stattfindet, dass da mehr Mäuse sind. Ich hätte jetzt gedacht, wenn es jetzt viel Regen gegeben hätte, dass sie dann kaputt gehen. Aber ich habe dieses Jahr aber auch noch nicht viele bei mir gefunden. Also. Andererseits war es so trocken, vielleicht hatten die auch nicht viel Futter. Und ja, die anderen Jahre waren auch sehr ergiebig, was Mäuse angeht. Und man sagt ja, irgendwann fällt die Population dann mal in sich zusammen. Ne? Vielleicht sind wir da jetzt. Ja, also hast du dir im Endeffekt jetzt hier auf dem ganzen Schlag zwei
Grubbergänge gespart oder drei. Ja. Und hast jetzt theoretisch hier direkt, und nicht theoretisch, praktisch in diese Stoppeln vom Weizen reingedrillt. Gerste? Genau. Weizen? Weizen. Weizen reingedrillt. Genau. Ja. Also die Fruchtfolge sieht so aus. Weizen, Ackerbohne stand hier, nach der Ackerbohne wieder Weizen und jetzt der Raps. Ja. Genau. Und hiernach wird wahrscheinlich Weizen folgen. Weizen folgen, vielleicht eine Gerste folgen, das weiß ich noch nicht genau. Ja. Genau. Ja, im Prinzip haben wir uns hier ordentlich Kosten eingespart, weil wir nicht auf dem Acker rumgefahren sind. Wir haben keinen Dieselverbrauch, der immer teurer wird. Das ist so, ja. Und deswegen fällt es einem dann auch leichter, so eine Direkter zu machen. Ja. Weil wenn wir jetzt hier zweimal drillen würden, dann hätten wir im Endeffekt genauso viel ausgegeben, als wenn wir hier zweimal mit einem Grubber rübergefahren wären. Ja. Jawohl. Und im gesamten Betrieb, was wird da alles in Direktsaat, was wird da in Direktsaat angebaut? Ja, wir probieren hin und her. Weizen haben wir in Direktsaat, also nach Raps haben wir schon öfters Weizen in Direktsaat angebaut. Dann ja, wir drillen Gräser nach in Grünland und meine komplette Zwischenfrucht ist in Direktsaat angebaut. Können wir ja auch gleich nochmal hingucken. Ja, gucken wir nochmal hin. Und, ja, die ist doch hier drüber gleich, ne? Genau. Ja. 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 Nee, also ich finde den Bestand super. Also der sieht super dicht aus. Klar, ab und zu ein paar Lücken, die habe ich bei mir auch, das ist ganz normal. Aber hier ist nichts passiert. Also hier ist kein Grubber gelaufen, kein Flug, kein gar nichts. Und trotzdem wird da hier wahrscheinlich irgendwie um die 30, was ist hier so der Ertrags, die normalen Erträge hier am Raps bei euch? 3 Tonnen ist gut. So, und ich denke mir, da wird er nicht weit weg sein von. Oder sogar drüber. Wenn das Wetter passt, natürlich. Gut, Leute, wir gucken jetzt nochmal zu den Zwischenfrüchten und was hast du noch? Weizen? Ne, hast du dies ja nicht, ne? Ne, dies ja nicht, ne. Hier, wir gucken jetzt nochmal zu den Zwischenfrüchten, weil da gibt es nämlich auch noch was Cooles zu sehen. Bis gleich. Ja, Leute, wir sind jetzt hier nochmal auf der Zwischenfrucht oder auf der gewesenen Zwischenfrucht. Wir haben nämlich was ganz Tolles und zwar stehen hier ganz viele Schafe. So, und die fressen jetzt hier Julians ganze Zwischenfrucht ab. Julian, was hat das jetzt hier für einen Sinn und warum machst du das? Das macht ja kein anderer. Warum musst jetzt ausgerechnet du das machen? Ja, Mulchen kostet Diesel, das ist teuer. Ja. Und das ist super. So kann man ein bisschen Fleisch davon. Das heißt, also du siehst hier deine Zwischenfrucht in deine Stoppeln, so wie den Raps auch. Hier sieht man das noch. Hier stehen ja sozusagen noch die Stoppeln. Also einen Hochschnitt hast du gemacht? Genau, wir haben den Weizen höher abgeschnitten, um einfach unten drin weniger Stroh zu haben, dass die Drillmaschine da besser durchläuft. Und weniger Hairpinning verursacht, also weniger Stroh in die Saatrille drückt, ja. Dass die Zwischenfrucht wirklich mit Erde in Kontakt kommt und deswegen besser keimt. Wir haben hier eine Terra-Life-Mischung von der DSV gedrillt. Soll keine Werbung sein, es gibt auch andere Marken, die man drillen kann. Achso, ja. Das ist die Beta Sola, also mehrere Komponenten sind hier drin. Ölrettich, Rauhafer, Ramtelkraut, Klee und Sommerwicke ist drin. Und das ist natürlich super Futter für die Schafe. Das ist vom befreundeten Landwirt hier die Schafherde und die hüten das hier schon seit, wir machen das eigentlich schon mehrere Jahre lang, fragen wir jetzt nicht genau. Wie groß ist der Schlag hier insgesamt? Also das hier gehört auch noch dazu, Leute, ne? Also das haben die schon abgehütet hier? Ja, das sind gute 3 Hektar hier. Und das haben sie geviertelt sozusagen? Ich weiß nicht, sieht man da oben, sieht man es glaube ich nicht ganz, aber sind immer ein Viertel hier aufgeteilt und das haben die jedes Viertel ungefähr, was hast du gesagt, eine Woche, ne? Eine gute Woche. Eine Woche. Haben das abgefressen. Genau. Und hier ist auch noch nichts passiert. Du bist hier noch nicht mit irgendwas drüber gefahren oder so? Nee. Das ist jetzt so, wie sie es abgefressen haben, liegt das jetzt hier. Mähdrescher und Drehmaschine sind bisher rübergefahren hier, ne? Genau. Ausfallgetreide, wenn was da ist, haben die abgefressen, oder? Und es läuft weniger auf. Ja klar, natürlich fressen hier die Gräser mit auf. Aber dadurch, dass wir keine Bodenbearbeitung machen, bleiben alle Körner, die aus dem Mähdrescher rausfallen, auf der Bodenoberfläche liegen und haben natürlich keine guten Keimbedingungen. Ne? Ja. Die vertrocknen oder wenn es ein bisschen regnet oder taut, dann quellen die und schrumpeln wieder zusammen. Das machen die 2-3 Mal und dann war's das. Ja. Und des Weiteren, die sind Laufkäfer aktiv, Bodenleben, fressen die Körner auch teilweise auf, haben wir auch schon beobachtet. So, und hier werden wahrscheinlich irgendwie Rüben hinkommen, denke ich. Hier kommen Rüben hin, genau. So, und hier wird aber jetzt trotzdem noch Bodenbearbeitung betrieben. Wir fahren jetzt hier einmal mit einem Grubber rüber. Ja. Das müssen wir leider machen, weil meine Drilltechnik noch nicht dafür ausgelegt ist. Aber rein theoretisch, wenn man das auf die Spitze treiben würde mit dieser Direktsaat, könnte man theoretisch direkt hier dann die Rüben reinlegen
Ja, man könnte es zumindest versuchen und daraus lernen, ob es ja funktioniert oder okay nicht. Okay, ja. Ja, aber das würde theoretisch gehen mit der richtigen Technik. Genau. Hier brauchst du halt eine Einzelkornsaat. So wie bei, wo sie bei mir den Mais und den Raps mit drin, mit so einer Tempo oder sowas. Die könnte hier sicherlich Rüben reinbringen, ja. So, und wie funktioniert das im Frühjahr dann? Der Boden erwärmt sich ja nicht. Was muss man dann da länger warten oder wie würde sich das verhalten? Ja, da muss man Erfahrung sammeln, die ich auch noch nicht habe. Aber sicherlich wird die Rübe ein bisschen länger brauchen, bis sie rauskommt. Ja. Der Vorteil könnte aber sein, wir haben hier extreme Bodenbedeckung, also keine Verdunstung. Die Feuchtigkeit bleibt im Boden drin. Und demnach wird die Rübe, so vermute ich das mal, einen späteren Start haben, aber dann, wenn sie wächst, kontinuierlich durchwachsen, weil sie eben Wasser hat. Ne? Ja. Weil wir sind ja oft davon geplagt, dass wir im Frühjahr dann diese. Also du machst das hauptsächlich sozusagen wegen der Bodenfeuchte. Genau, ja. Und natürlich auch und Erosionsschutz. Ackerfuchsschwanz. Alles Mögliche. Wir haben weniger Probleme mit Unkräutern, weil wir halt den Boden nicht mehr durchmischen und Samen vergraben, neue Samen hochholen. Das ist ja auch so ein ewiger Prozess. Und natürlich Kosten einsparen. Ja. Und die Direktsaat an sich könnte man theoretisch in jeder Kultur machen oder gibt es da auch. Du kannst alles in Direktsaat drillen. Ja. Es kommt aber immer auf die Fruchtfolge an. Wir können jetzt hier keinen Weizen drillen und danach wieder Weizen in die alten Stoppeln rein. Was sagt man da? Gibt es da irgendwie sowas? Also man sagt jetzt mal, jetzt darf man keinen Stoppelweizen machen. Jetzt nicht, weil der Gesetzgeber das nicht will, sondern weil das nicht gut ist, Weizen nach Weizen zu drillen. Artenvielfalt ist das Stichwort, ne? Ja. Je größer oder je vielfältiger deine Fruchtfolge ist, desto besser wird es natürlich sein. Ne? Und natürlich der Wechsel, Sommerung, Winterung. Ja. Halmblattfrucht. Ja. Und also hast du jetzt hier mehr Regenwürmer als ich bei mir, ja? Theoretisch. Müssen wir mal eine Challenge machen. Ja, zumindest. Wie viel Regenwürmer wäre halt auf? Zumindest fühlen sich die Regenwürmer hier wohler, würde ich behaupten, weil wir natürlich mit keinem Gerät den Boden durchwühlen und die Regenwürmer stören. Ist es jetzt besser, wenn man jetzt das Zeug klein häckselt für die Regenwürmer oder ist es besser, wenn das jetzt lang bleibt? Also so bleibt, wie es jetzt war. Wie macht es die Natur? Da zerhäckselt ja keiner. Okay, was. Das stimmt. Ja. Die Direktsaat ist eigentlich das System, was sich an die Natur angliedert, sage ich mal, oder das beste Verfahren ist. In der Natur fallen irgendwelche Samen vom Baum runter, landen auf dem Boden und viel davon wird nicht keim. Die Natur geht ja sehr verschwenderisch mit Samen um oder mit Saatgut, sage ich mal. Und die Direktsaat macht eigentlich nichts anderes, um das zu optimieren. Zieht sie halt einen Seeschlitz und packt die Saat in den Boden rein, um dann eben gute Bedingungen zu schaffen. So, und jetzt kommen bestimmt hier die ganzen Superbauern in meinen Videos, die hier kommentieren, die sagen, ja, Direktsaat, das funktioniert doch gar nicht ohne Glyphosat. Das wird doch bald aussterben, das Glyphosat. Wir dürfen es bald nicht mehr nehmen. Im Wasserschutz darf ich es jetzt schon nicht mehr nehmen. Ja. Was sagt man dazu in der Direktsaat? Wie kann das da weitergehen? Ja, es geht auf jeden Fall weiter. Glyphosat war halt einfach. Jetzt müssen wir halt mit selektiven Mitteln gegen angehen. Ob das jetzt besser für die Umwelt ist, ist zu bezweifeln. Aber wir haben halt andere Herbizide, die wir jetzt einsetzen müssen, wenn Glyphosat wegfällt. Glyphosat war halt einfach und billig. Und billig vor allen Dingen. Also würden dann sozusagen, man setzt dann kein Glyphosat vorweg oder hinterher ein, sondern man kommt ganz normal mit dem Herold irgendwas, um danach dann die Zwischenfrucht, die noch steht, oder die Gräser dann wegzubekommen. So sieht's aus. Ja. Also wir müssen es probieren, wir haben ja keine Erfahrung. Aber das ist so. Ja. Probieren. Wenn nicht genug schief geht, dann hat man nicht genug probiert. Aber ich fände es immer noch faszinierend, wie das hier aussieht, dass das einfach so komplett weg ist. Also klar, das Stroh ist natürlich unten, das liegt unten, das werden die auch nicht großartig fressen, gehe ich von aus. Aber dass die Zwischenfrucht jetzt so weggefressen ist. Was war hier noch? Ölrettich war hier, ne? Hast du gesagt? Ölrettich, Grauhafer, Sommerwickel, Klee, Rampelkraut. Man muss dazu sagen, hier ist ja auch der Frost schon drüber gegangen. Ja. Ne? Und man sieht auch in der Zwischenfrucht, die stand natürlich weitaus besser, als sie jetzt zu sehen ist. Ja. Aber die bricht jetzt natürlich zusammen, das ist so. Ja, ihr hattet hier wahrscheinlich auch irgendwie 6 Grad Minus. Richtig. Hier sieht man doch noch ein. Das ist der Rettich. Ein Ölrettich. Genau. Tiefe können die Schafe nicht fressen. Was passiert da im Frühjahr? Also wenn du jetzt hier zum Beispiel Rüben drehen willst, was passiert mit diesem Rettich? Ja, unsere Beobachtung ist, dass der tatsächlich wieder ausschlägt und kleine Blätter bildet. Ja. Und dann ist er natürlich mit Herbiziden sehr schwer zu bekämpfen, weil die Blattmasse einfach nicht da ist und die Wurzel größer ist als die Blattmasse und deswegen wird er immer überleben. Aber wir haben es jetzt beobachtet, dass der Erdflur sich darüber hermacht
im Raps ist es schädlich für den Raps und das genauso stimmt. Schädlich ist es für den Ölrettich, aber in dem Fall für uns gut, ne? Ja. Also der ist dann weg. Und die Herbizide sorgen auch dafür, dass der jetzt auch nicht üppig weiter wächst. Das ist kein Problem. Ja. Also der überlebt durchaus den Grubber. Ne? Das finde ich wirklich gut. Und der nächste Vorteil ist ja, die Schafe scheißen hier gleich wieder hin. Zack, der Dünger bleibt hier, umgesetzt. Genau. Das ist natürlich wirklich. Und du merkst es schon, ne? Guck mal deine Füße. Es ist fest, ja, saubere Füße hier, muss ich sagen. Ne? Also da ist nichts dran. Also. Tipptopp. Ja. Ne, das sieht echt gut aus, muss ich echt sagen. Und hier reicht das hier mit dem Grubber. Genau, hier kommt jetzt ein Grubber. Also willst du nicht mal mulchen oder sowas? Nö, eigentlich nicht. Ja, umso mehr Stroh bleibt auch oben drauf, denke ich mir mal dann. Wenn das jetzt noch ein bisschen langfaseriger ist sozusagen, ja, dann bleibt nachher auch mehr. Das ist ja genau das, was wir haben wollen, dass das Stroh oben ist. Ja. Weil die Regenwürmer kommen ja nach oben an der Bodenoberfläche und ziehen das Stroh nach unten und suchen das ja nicht im Untergrund. Ne? Ja. Ja, und du meinst, ich kann das nächstes Jahr bei mir machen, ja? Das funktioniert, sagst du. Wenn ich jetzt nach dem Raps da, wo der große Fuchsschwanzdruck ist. Da drehen wir Weizen direkt rein. Das machen wir. Und das muss funktionieren. Sicherlich. Kann man bei dir so einen Anwachsgarantievertrag abschließen, dass es auch nachher kein Fuchsmanns mehr kommt und so? Oder wie ist das? Ja, klar. Nein. Nein, natürlich nicht. Gut, Leute, also wir haben jetzt hier viel gesehen. Ihr kommentiert natürlich fleißig unter dem Video und aktiviert die Glocke auf jeden Fall und abonniert diesen Kanal, das ist ganz wichtig. Ja, wenn ihr davon, von dieser Direktsaat-Sache mehr sehen wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall mit dranbleiben, weil im nächsten Jahr wird das wahrscheinlich bei mir passieren. Dann wird der Julian vorbeikommen mit seiner Maschine und im Raps auf jeden Fall das drillen. Vielleicht auch nach Mais, das muss ich mir noch mal überlegen. Da bin ich noch so ein bisschen skeptisch. Ja, ansonsten, wie gesagt, alles aktivieren, Glocke, pipapo. Meine anderen Videos natürlich auch alle gucken. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Vlog. Haut rein!